Los, Rod. Was der Teufel? Geht's dir gut? Ja, ich konnte wegen der Vorfreude kaum schlafen. Die Beamtentroller hatte ihn in ihren Klauen und nur ein Wunder konnte ihn zurückbringen. Aber das hielt ich für unmöglich. Ich verlor ihn, als ich ihn am meisten brauchte. Und nicht mal jemand von Rods Kaliber hätte die Frechheit zu sagen... Der Espresso hat ja ganz schön reingehauen. Schätzchen, du hast keinen Espresso getrunken. Erzählen Sie mir mehr von den Klimaanlagen, Rodney. Ich bin fasziniert. Klimaanlagen? Sie haben doch eine Firma für Klimaanlagen. Ja, wir haben ein paar Lieferwagen mit Servicemechanikern. Die sind im Sommer natürlich immer unterwegs, weil niemand gern bei der Arbeit schwitzt. Wissen Sie, was ich meine? Ich sitze meistens im Büro rum und warte auf das Wochenende. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich verdiene damit mein Geld. Aber meine Lieblingsbeschäftigung ist Leute zusammenschlagen beim Fußball. Das ist so eine Art Ventil für mich. Wie Sie sich beim Umfang von meinem Bierbauch denken können, habe ich mit Sport nicht unbedingt viel am Hut. Und ich nehme keine Drogen. Das stimmt zwar nicht so ganz, aber selten. Ich kann mir jedenfalls nichts Schöneres vorstellen, als mich bei einer Schlägerei zu entspannen. Sie vielleicht nicht. Dafür muss ich nicht so rumlaufen wie Sie. Wie verklemmte Wichser, die einen Stock im Arsch haben und so tun, als ob Ihr kleiner Vorort-Albtraum das Größte wäre. Aber ich nehme an, dass Sie sich wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Ober, können wir zahlen? Nein, schon gut.